Offiziell heißt es, der Obergruppenführer sei ums Leben gekommen, auf der Flucht. Eine falsche Fährte, wie manche Experten glauben. Um abzulenken vom Verbleib eines sagenhaften Fluggeräts? Der Fall Hans Kammler, ein Schattenmann, der so gut wie keine Spuren hinterlassen hat. Bei uns im Hause gibt es keine Akten über Hans Kammler. Ich habe auch in unserer Kartei vergeblich nach ihm gesucht. Es gibt für uns keinerlei Hinweise, dass er überlebt haben könnte. Dokumente zu Hans Kammler gibt es nur wenige. 1933 leitet er den Reichsbund der Kleingärtner. Später macht er Karriere in der SS als Experte für Baufragen. Ich glaube, dass die Ideologie an sich für Kammler gar nicht so entscheidend war, sondern eher sein persönliches Fortkommen. Ab 1941 plant und organisiert Kammler alle Bauvorhaben in den Konzentrationslagern. Die Fundamente der Gaskammern von Auschwitz, errichtet unter der Leitung von Hans Kammler. Kammler ist jemand, der eben seine eigenen Ziele vor Augen hatte und dabei auch billigend in Kauf genommen hat, dass andere Menschen dabei zu Schaden kommen. 1943 erhält Kammler als Leiter des SS-Bauamtes auch die Zuständigkeit für die geheimen Fabriken, in denen Hitlers Wunderwaffen gebaut werden. Die Stollen der Raketenfabrik Mittelwerk in Thüringen sind sein wichtigstes Projekt. 20 Kilometer Stollen lässt die SS hier in den Berg treiben. 20.000 KZ-Häftlinge verlieren ihr Leben in der unterirdischen Raketenschmiede. Doch die SS lässt nicht nur Raketen bauen. Sie plant auch futuristische Projekte, bei denen Hans Kammler eine zentrale Rolle gespielt haben soll. Etwa beim Geheimprojekt Glocke, über dessen Existenz im Internet heftig debattiert wird. Demnach sollen Nazi-Wissenschaftler einen Antrieb entworfen haben, der die Schwerkraft aufhebt und der dann von US-Militärs erbeutet wird. Die UFO-Sichtungen im amerikanischen Roswell sind nach dieser Theorie in Wahrheit Tests mit deutscher Beutetechnik. Was liegt da näher als der Verdacht, die Sieger hätten auch den Chef des Projekts mit nach Amerika genommen, Hans Kammler. Tatsächlich werden mit der Operation Paperclip nach dem Krieg Dutzende deutsche Wissenschaftler in die USA gebracht, um ihr Know-how für die amerikanische Rüstung zu sichern. Bekanntestes Beispiel ist der Raketenbauer Werner von Braun. Er hat mit Hans Kammler beim Bau von Hitlers V-Waffen zusammengearbeitet. Von Brauns Wissen fließt sowohl in die bemannte Raumfahrt als auch in die Entwicklung todbringender Interkontinentalraketen. Hat zur gleichen Zeit auch Hans Kammler in den USA gearbeitet? An geheimen Rüstungsprojekten im Kalten Krieg? Gerade weil er so anpassungsfähig war und es ihm nicht so sehr auf die Ideologie ankam, er auch durchaus fähig gewesen wäre, in einem anderen Land aktiv zu wirken. Der britische Militärexperte Nick Cook hält es für wahrscheinlich, dass Hans Kammler für die Amerikaner gearbeitet hat. In einem Buch über geheime Rüstungsprojekte kommt er zu dem Schluss, die US-Armee habe großen Nutzen gezogen aus der Anwerbung des SS-Generals und anderer Spezialisten. Kammler habe sein Wissen bereitwillig zur Verfügung gestellt und sei später in Texas oder in Virginia friedlich verstorben. Beweise dafür kann Cook nicht vorlegen. Hätte das US-Militär tatsächlich mit einem Mann zusammengearbeitet, der als Baumeister von Auschwitz derart Schuld auf sich geladen hat? Ich würde es nicht für eine abstruse Verschwörungstheorie halten, wenn gesagt wird, er könnte überlebt haben. Aber ich halte es bei einem Mann wie ihm, diese Funktion, die er hatte, für äußerst, äußerst unwahrscheinlich. Wir suchen des Rätsels Lösung in den Dokumenten aus dem Mai 1945. Hans Kammler, der noch kurz zuvor von Hitler im Führerbunker empfangen worden war, gerät in den sogenannten Prager Aufstand, will sich danach nach Westen absetzen und trifft am 9. Mai auf einen Spähtrupp der amerikanischen Armee.
Ein Augenzeuge berichtet, der SS-General habe über einen Untergebenen angeboten, zu den Amerikanern überzulaufen. Die GIs weisen das Angebot zurück. Kammler ist für sie keiner, mit dem man verhandelt. Ein herber Schlag, auch für die vielen Theorien rund um den SS-General. Sind all die bizarren Technologien nichts als Fantasie? Tatsächlich gibt es etwa für das Projekt Glocke nicht einen einzigen ernstzunehmenden Beleg. Und die im Internet kursierenden UFO-Pläne der SS erweisen sich schnell als plumpe Fälschungen. Hans Kammler verfügt zwar tatsächlich über exklusives Know-how, das aber betrifft vor allem die Bauprojekte des Holocaust. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es den Amerikanern oder auch andere es überhaupt gewagt hätten, solche Leute für sich einzuspannen und so ihre Identität zu verheimlichen. Das Landgericht Arnsberg hält schon 1957 fest, Hans Kammler habe sich an jenem 9. Mai 1945 das Leben genommen, mit Zyankali. Eine andere von Kameraden überlieferte Version macht eine Partisanenkugel für seinen Tod verantwortlich. Doch damit sollten wohl nur die Pensionsansprüche der Witwe gesichert werden. Kammlers Leiche wird nie gefunden.